Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Fernbus Simulator. Ich bin's, der Danny Spieters. Wir haben ja letzte Mal aufgehört hier in Leipzig Hauptbahnhof von Magdeburg aus und haben jetzt noch die Fahrt nach Berlin vor uns. Eingecheckt habe ich schon. Ich würde sagen, wir können loslegen. Luken sind auch dicht. Dann steigen wir ein in den Bus. Machen vorher noch ein hübsches Foto, würde ich sagen. So, dann hinein, setzen uns hin und dann würde ich sagen, auf geht's. Ei, ich wurde geblitzt. Naja, passiert dem Besten. War noch gelb. Die 70. So, hier rechts. Wer die Polizei? Wird denn da noch jemand? Ist da frei? Das scheint wohl so. Ich kann da nicht gucken. Gibt's ja gar nicht. Machen wir einfach mal. Nichts. Alles im grünen Bereich.
Was hat denn? Feuerwehrauto? Sehr nice. Was passiert eigentlich, wenn ich in die Polizei reinfahre? Bestimmt nichts Gutes. Ah, die ist verschwunden, die Polizei. Habt ihr es gesehen? Die hat sich verdünnisiert. Eine andere Dimension. Die beiden auch. Ich fahre noch 2,5 Stunden bis Berlin, da kann ich mir fast nicht vorstellen. Warum wurde ich geblitzt? Die ist 100. Ich fahre 102. 3 km/h Toleranzabzug bin ich unter 100. Was wollen die? Ach du Schande. Oh oh, ich ahne Schlimmes.
Ich ahne Schlimmes. Oh. Ah, alles super gelaufen, wunderbar. Sehr schön. Aber keine Strafen, weil ich zu schnell gefahren bin. Beziehungsweise, okay, ich wurde geblitzt, aber naja, da geht dem Flixbus-Unternehmen bald zwei Schreiben zu. Kollege! So, noch 75 Kilometer bis Berlin. So, dann fahren wir jetzt rechts ab. Mein Gott. Wieder geht's rechts.
So, noch anderthalb Stunden bis Berlin. Warum fährst du eigentlich auf die Mittelspur? Kannst du mir das mal erzählen? Du gehörst doch gar nicht hin. Den habe ich verkauft. Irgendwie musste ich mir ja den Bus leisten. So, Berlin rechts, 1000 Meter. So, ich belege einfach mal beide Spuren. Was soll's? Ah, der Fernsehturm. Berlin ist nah. Mein Nagel ist angerissen. Ei. Müssen wir gleich einen Notarzt bestellen? Wollen wir einen Helikopter anrufen? So, willkommen in Berlin. Wurden wir gerade geblitzt? Quatsch. Das war die Sonne. Warum bleibt jetzt der da mitten auf der Kreuzung stehen? Berlin. Genau, jetzt geht gleich gar nichts mehr. Ich fahre einfach geradeaus. Oh, ich muss einmal umdrehen. Aha. Mal tanken. Tanken wir mal eben, wenn ich schon hier bin.
Habe ich jetzt getankt? Anscheinend. Gut, fahren wir weiter. Vielleicht die Einfahrt vergessen, die Ich komme auch auf die Schranke. So, damit hätten wir wieder. Überglücklich. Das ist trotz so einiger Pannen. Mein Gott. So, damit hätten wir Berlin erreicht. Damit ist unsere Fahrt von Magdeburg über Leipzig nach Berlin beendet. Ich würde sagen, es hat wieder mal Spaß gemacht, trotz einiger Pannen. Ich bin ein bisschen geblitzt worden. Ja, loggen wir uns einfach erstmal aus. Schauen mal, was wir hier so für eine Auswertung haben. Fahrgäste transportiert 17 von 17.00. 10 plus 10, 2. Kontakt mit Zentrale plus 10. Tanken haben wir. 5, Tank nicht leer gefahren, plus 5. Gefahrene 374, 218 EP, 482 EP haben wir. Service. Fahrplanmäßige Ankunft 3 von 3. Fahrplanmäßige Abfahrt 2 von 2. Überpünktlichkeit haben wir geschafft. Pausenqualität minus 50. Gut, weil ich habe keine Pause gemacht, hätte ich vielleicht so machen sollen. Fehlende Fahrgäste, genau. WC-Freigabe 100%. Ansage abgespielt. Ja, wie gesagt, das ist wahrscheinlich alles bei realistisch möglich. Ich werde, wie gesagt, nächstes Mal realistisch spielen. Verkehrsregeln, Lenkzeit eingehalten, ja. Betriebszeit eingehalten, Sachschäden minus 7, 7 Sachschäden, okay. Passantverletzte 0, Unfälle 0, Radarkontrolle 3-mal, ah ja. Ja gut, Fahrverhalten, auf der Straße gefahren 98%, Bremsverhalten 0 plus 5. Lenkfehlverhalten, also Bremsfehlverhalten, Lenkfehlverhalten 0, Bordsteine mitgenommen 1, Geschwindigkeitslimit eingehalten 94%, immerhin, also ne, gar nicht so schlecht, und Sicherheitsabstand nicht eingehalten 10 minus 10, ah ja, okay. Setzen wir das hier einfach mal fort. Ich bin auf Level 2 aufgestiegen, das ist auch sehr schön. Was habe ich denn jetzt hier gekriegt? Aha, kann man nicht sehen. Auf jeden Fall Level 2, dann gehen wir auf Fortsetzen. Und dann war's das, würde ich sagen. Wir sehen uns dann in, oder ihr hört mich dann in einem neuen Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss. Euer Dedeni spielt das. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, Servus und Tschüss. Bye, bye.